Hi Leute, was geht? Schön, dass ihr da seid. Wir wieder mal am Wohnmobil. Heute werden wir die Klappe fertig machen. Was wir noch machen, weiß ich nicht. Eventuell könnten wir noch einen kleinen Rundgang durch den Baumarkt machen, weil wir ja noch dieses Innenleben von dieser Tür brauchen. Das könnte noch passieren. Ansonsten würde ich weiter nichts versprechen, weil ich schon so oft was gesagt habe, was wir letztendlich nicht machen konnten, weil uns wieder irgendwas aufgefallen ist, was vorher zu tun ist. Und deswegen seid gespannt, schaut in die Folge rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns gleich im Video. Das Blech, was ich geholt habe. Das war vernünftig. Ach, das ist vernünftig, ja. Aber das ist ein Blödsinn. Das ist eine Verarschung. Was ist das? Das ist das, kann man stärke messen. Genau. Und das Innenblech nehmen wir auch wieder, ne? Weil das ist ja noch. Innenblech nehmen wir ja. Das ist ja noch eine kleinere Schraube. Mach doch einfach eine Größe von Schrauben. Also da brauchen wir jetzt. Okay, dann haben wir das auch. Durch. Ja, ja. Da fehlt der Raum. Aber wenn wir das genau in der gleichen Größe schneiden, ja, sollte das ja passen. Jetzt kriege ich bestimmt Ärger vom Internet, weil hier Gösser steht. Meinst du? Aber sieht man, dass es Radler ist? Nee, ne? Das ist ganz normales Bier, wenn jemand fragt. Bier für den Feierabend. Genau. Und gar kein Spiel drin ist, oder? Alle leer. Müssen wir wieder Nachschub, holen. Ja, anders trage ich die Scheiße hier nicht. So, kommt mal mit, Leute. War das nicht so ein Eingriff? Da war ja zugeklebt. Achso, das ist nicht, was da drin mal war. Ich glaube, da war ein Griff drin. Ja, gut. So, dass man das halt auch mal. Ja. Aber da machen wir dann von außen einfach was dagegen, dass man so aufmachen kann. Man muss ja nicht reinfassen. Kann ich mir einfach schön von arbeiten. Ja? Aus dem Osten? Ja. Von meinem Dienst. Das hier, ne? Die Fahrt ist es. Das habe ich schon hier. Die haben ja auch richtige Griffe. Stimmt, die haben ja diese schwarzen Griffe. Alu-Griffe. Boah, geil. Alu. Ja, das ist perfekt. Und Silber, also in Grau. Ja. Oder ein Partie, den haben wir ausgewählt. Ja, okay, cool. Okay, cool. Danke. Danach ging es erstmal zum Baumarkt. Holz für das neue Innenleben holen. Oh. Ist immer anders. Holz. Werkzeuge, Elektrodeko, muss da hinten oben sein. Baustoffe. Fenstertüren, Parkett, Laminat. Habe ich schon geguckt für den Boden bei uns? Gibt so Klicklaminat. Wie Fliesen sind die aber so groß? Richtig gut. Wenn wir machen, hier, sowas. Das ist sowas wird unser Boden. Aber in kleine Tafeln, so wie die jetzt sind halt. Das sind Abschnitte, ne? Guck mal, das kostet 1 Euro, aber das ist gleiche Scheiße. Ja. So was gehen wir heute. Ja. Was? Ja, weil es halt versiegelt ist, ne? Und was mit dem hier unten? 21 dick. Was haben wir gemessen? 25. Oder? Ja gut, dann passt mit dem Rahmen nicht. Sechstisch!
Fragen wir einfach jemanden. Ja, Baumarktmitarbeiter halt, die haben doch so ein Unsichtbarkeits... Die haben so ein... Ja, ja, meine ich ja. Die haben so einen Umhang, den machen sie drum, dann sind die weg. Wie bei Harry Potter. Einfach hier die gelbe Linie und der Kasse raus. Wunderbar. Danke sehr. Den Strichen nach. Nur auf dem Strich. Nur auf dem Strich. Da vorne, Bauholz. Drin findest du nichts, wusste nicht mal, dass die hier einen Außenbereich haben. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das kann man nehmen? Ja. Und das quillt auch nicht auf, sagst du? Das ist normal, Holz trocknet. Dann okay. Wird eher dünner. Okay. Zwei Stück. Sollte reichen. Drei. Soll ich die nehmen? 4,50 Euro. Ach so. Der jetzt nicht. Das ist echt günstig. Ja. Und wir haben die Breite. Mit was Farbschnellen haben wir. Ja, die stimmt, das für ist die Breite, Breite, ne? Ja. Voll gut. Und jetzt verkleben wir dann mit dem schönen Kleber. Ja. Das ist wunderbar. Okay, super. Hallo. Hallo. Ja. Super, danke sehr. Ciao. Ah, drück die Kupplung, Junge. Wir können auch weiter im Schatten fliegen. Die jetzt nochmal abmessen, dann kann ich die Kanten machen. Ja, vorsichtig. Ja. Glaubt den kein Wort, der lügt. So, dann brauchen wir das Klebezeug. 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 Geile Pampe. Einfach so. Eine schöne Wellenlinie. Und auch ziemlich weit bis nach, also nach außen ran. Innen brauchst du nicht anzudichten? Ja, so. Ein bisschen dicker. Da kommt noch bestimmt noch Luft. Also Künstler bist du nicht mehr. Nö. Die Zeit ist abgelaufen. Ich würde vollflächig verkleben. Überlegen, so weit war ich noch vorher drin. Ja, ich hab's im Video gesehen. Das ist krass, oder? Ja. Das ist krank. Wie ein normaler Mensch benutzt so weit auf Karosseriebau. Zink gepasst. Ja. Drüber. Unten die Kante möchte ich schon noch passend haben. So? Ja, so ist okay. Über ein Stück nach außen, dann schnell ich Holz drüber noch ein bisschen was nach. Okay. Und dann passt das. Dass wir das noch schieben können, ne? Ja, ja. Ausbildung 20 Minuten. Dann haben wir jetzt Pause. Das Eisenblech nimmt er auch noch, oder? Ja. Das ist im Innenblech, ja. 500 Meter breit. 112. 112. Das nimmt man jetzt die Rolle. Das kann natürlich sein. Aber dann nimmst du einen Meter und machst die ganze dreimal und dann ist es gut. 13 cm. Ja, das ist ein Meter. Stellen wir dreimal 13 cm. Eine Lage rin, zweite versetzt und dritte oben. Diese letzten Dämmung wollt ihr dann überall anbringen. Genau, so in der Art noch ein bisschen dicker. Also ja. Wir nehmen nur eine Stufe dicker, sodass die mit den Latten direkt abschließen. Ja. Dass du dann da was draufkleben kannst. Und die Gewicht packen drauf? Ja, bestimmt. Weil mit den Klammern hier ist eine Kacke, funktioniert nicht so richtig. Ich denke, weil es klebt kein Wasser im Kanister. Ja. Was willst du da stellen?
Dann stellen wir uns 20 Minuten vor. Ja, das ist ja schon eine ganze Weile. Aber das sieht man schon, da kommt schon einiges wieder raus, wenn wir draufstehen. Wollen wir die noch machen? Ja, dann machen wir das dann. Gucken, passt. Von mir aus gerne. Oh, was hast du denn hier drin? Was ist denn da drin? Von Maisis. Oh no. Naja, deswegen sag ich ja immer. Ah, guck. Die ja, kommen ja nicht. Das sind aber keine Ameisen, oder? Das sind nur welche Käfer. Dann verpisst euch lieber gleich, ihr werdet jetzt sterben. Unten drunter kommt nichts. Ja, nicht. Ja. Nur jetzt ist ja auch so, da ist ja nur Holz unten, von unten. Ja. Und wenn, deswegen machen wir jetzt die Fläche, damit da keine Feuchtigkeit mehr vollziehen kann. Sehr schön. Dann musst du dann nochmal zwei bestellen. Ja, mach ich. Also ich kann mal die Fläche jetzt erstmal so auflegen. Wir legen jetzt erstmal auf, dass es dicht ist, zu ist. Und dann lassen wir das alles trocknen. Ja, die sind ein bisschen Motor, oder? Ja, die haben mir auch hier zwischengesessen. Rechtsviecher. Die sind aber nicht so dramatisch. Die verschwinden dann. Ja, solange die nicht unser irgendwas auffressen. Also das ist nur zu hoch, das kommt eigentlich noch eine Stufe unter dem Boden praktisch, wird das dann drunter gemacht. Ja. Und dann kommt der Boden drauf. Aber eigentlich ist vom Berg aus Holz hoch. Ja. Da ist keine. Ja, da ist nichts drunter. Das ist richtig krass. Das dann zum Zumachen. Das hat aber so, geklappt. Wir dann schnell ein bisschen rein. Das war Metall. So, hey Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, wir haben nicht viel geschafft. Wir konnten die Klappe jetzt, die muss erstmal trocknen. Wir wollten dann den Boden einlegen und da sind die Bleche zu kurz. Da werden auch mal neu bestellt. Aber ihr habt einen Baumarktausflug dabei gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und kommentiert das Ganze. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.